Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mind Faction 2. Ich kann mich vielleicht ein bisschen komisch anhören. Das liegt daran, dass ich ein bisschen krank bin und meine Stimme weg ist. Und darum habe ich manchmal eine ganz schön tiefe Stimme. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Wir gehen jetzt mal auf den Server. Und wie ihr seht, ist ja einiges passiert in der Zeit, in der ich also offline gespielt habe. Ich habe viel offline gespielt, können wir ja jetzt bei Mind Faction. Und ich dachte mir, dass wir dann auch einfach mal ein bisschen was schaffen können. Ja, also da habe ich wahrscheinlich irgendwas gebaut. Hier die Wände und den Boden habe ich gemacht. Ich hoffe, ich habe den gemacht. Doch, den habe ich ganz sicher gemacht. Ach, und heute, ich glaube, wenn das Video kommt, zumindest wenn ich das aufnehme, das Video, ist gerade Ostern. Und Ostern finde ich eine ganz, ganz schöne Zeit. Denn zu dieser Zeit gibt es ganz viele Häschen. Und ja, hier habe ich auch viel gebaut. Also ich hätte sich viel geändert. Und Flo hat, glaube ich, auch was gemacht. Und ja, ihr müsst euch einfach mal die Folgen davor anschauen. Und danach kommt auch noch eine Folge, die letzte Folge. Und dann wisst ihr auch, was sie so verändert hat. Es ist alles schwer, ein bisschen zusammenzufassen. Aber auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele Häschen und ich mag das. Oh, ich mag Ostern. Ostern ist genau meine Zeit. Da habe ich immer besonders viel Spaß. Naja, so, jetzt wollen wir aber mal langsam produktiv werden. Ich hüpfe hier mal in den großen Raum. Denk kurz, habe ich da was gehört? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da, ist da was? Nee, scheint nichts gewesen zu sein. Ich weiß auch nicht. Manchmal bilde ich mir Dinge ein. Ich bin auch nicht ganz ich selbst gerade. Naja, so. Fackel. Ja, doch nicht Fackel. Nee. Fackel wollen wir nicht. Oh. Kätzchen? Naja. Ja, immerhin ist halt Osterzeit. Ich weiß nicht, ich mag das besonders gerne. Nicht nur wie ein Kaninchen, sondern man ist auch mit der Familie, trifft man sich. Und das ist halt eine ganz schöne, besinnliche Zeit. So. Jetzt, ich finde, der Raum ist viel zu eng. Wir reißen jetzt mal hier die Wand ein mit dem Eisenhammer. Und ja, klappt ganz gut. Steht mir das ganze Zeug hier ein bisschen im Weg. Und hoch. Was war das denn für ein Geräusch? War das hier der Kessel? Ist das... Oh, vielleicht sind da die Steine eingefallen. Ich weiß ja nicht. Testen wir das mal. Ja, das waren die Steine, die da reingefallen sind. Das ist gut. Kann ich meinen Müll loswerden. Und er verschwindet einfach. Das ist auch eine super Sache. Ich muss mich kurz mal räuspern. okay, kurz. Oh, meine Stimme geht ein bisschen tiefer. Ah, so, da bin ich wieder. Ja, Ostern ist eine sehr besinnliche Zeit. Meine Häschen, die haben mir auch ein paar Sachen versteckt. Ich kam ja gestern nach Hause, ich war ja ganz halt weg. Hab mich mit den Leuten aus dem TS getroffen. Und, ach du Kacke. Ich hasse diese Viecher. So. Die erschrecken einen immer so tierisch. Das ist so, damit rechnet man gar nicht. Na. Und das ist super anstrengend, wenn da noch so viele rauskommen. Naja. Wir waren ja erst auf der Buchmesse. Und auf der Buchmesse, war schön, aber auch ziemlich anstrengend. Ziemlich viel los. Aber wir haben einige Leute getroffen. Das war schön. Und in der Woche später haben wir uns gleich wieder mit den TS-Leuten getroffen. Mit der Nojiko und der Daphne und Keksi haben wir zum ersten Mal getroffen. Die wohnt ja irgendwo in der Nähe von Kassel. Und auf jeden Fall kamen die da leicht dahin. Und dann wer war noch da? Da war noch Bösi war auch noch da. Bösi ist so ein toller Junge. Die Bösi kann man nur lieb haben. Ja. Und wir haben eigentlich so viel gemacht. Wir haben einen super süßen Film gesehen, den ihr euch unbedingt zu Ostern anschauen solltet. Und zwar Zomania. Und in Zomania geht es um Judy Hopps. Das ist eine Kommissarin. Und also die will Polizistin werden oder ist Polizistin, aber nicht so richtig. Und die muss einen Fall aufklären in Zomania. Das ist eine Stadt voll mit Tieren, wo alle Tiere jeder Art friedlich zusammen leben. Und es ist ein ganz schöner Film. Und er hat auch eine politische Stellungnahme, wenn man das so sagen kann.
Und zwar, ja, geht es halt darum, dass wir in das ja Leute diskriminiert werden, weil sie anders sind. Hier in diesem Fall in Sumania ist der Fall, dass da sind halt gibt es Jäger und Gejagte. Und die Jäger, die wird vorgeworfen, dass sie halt in ihre alten Muster verfallen. Und dann gibt es auch noch die Gejagten, die halt sehr die Kleintiere sozusagen, Schäfchen zum Beispiel oder Hamster oder halt die Hasen, wie Officer Hobbs halt. Und die haben halt irgendwie nicht so die gleichen Chancen. Das ist schon ziemlich unfair, besonders bei der Polizei gab es bis jetzt noch keinen Hasen. Und Officer Hobbs ist der erste Hase. Und das ist halt so ein bisschen wie halt im echten Leben. Ne? Da gibt es auch nicht, so zum Beispiel Frauen. Frauen können auch nicht, also können schon jeden Job machen, werden aber nicht ernst genommen. Also können auch nicht unbedingt jeden Job machen. Aber werden auch nicht so ernst genommen. Und es gibt genauso viele Diskriminierungen und das wird alles so in diesem Film verpackt. Und wenn man drüber nachdenkt, findet man immer wieder mehr. Auch so gerade in Amerika, dieses mit den Afroamerikanern. Da gibt es ja auch immer wieder Probleme, dass die gleich, dass mir gleich irgendwas vorgeworfen wird, wenn irgendwas passiert, dass die anders behandelt werden. Und das alles wird in diesem Film behandelt. Und der Film ist aber auch gleichzeitig so süß. Also für die Großen und für die Kleinen was. Die Großen können was lernen, die Kleinen natürlich auch. Und wir waren da im Kino und da waren ganz, ganz viele Kinder. Und die Kinder haben so mitgefiebert. Das war so süß. Also da war so ein Kind, das hat sich, da kam so eine Erschreckszene, so ein Jumpscare. Und es hat sich voll mit erschreckt. Und dann hat, das war voll süß. Oder die rufen da im Film Nick, Nick. Und plötzlich schreit ein Kind Nick. Und es waren ganz, ganz, ganz süße Sachen, die da passiert sind. Und ja. Das war ein toller Film. Und es ist halt ein Disney-Film. Disney enttäuscht ja fast nie. Aber es war auch ein Disney-Film ohne Gesinge. Das ist auch mal. Also, ich persönlich mag ja viel singen und da liegt irgendwie Matschepampe auf dem Boden. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr da hingekommen ist. Ich hoffe, ich habe keinen Mist gebaut. So, jetzt packen wir erstmal hier überall Holz an die Wand. Muss ja sein. Wie viel lange nehme ich denn schon auf? Oh, schon fast 8 Minuten. Es kommt mir vor, als hätte ich irgendwas anderes zu erzählen. Aber könnte ich irgendwie nicht. Und irgendwie muss ich meine Gedanken erstmal ein bisschen sortieren. Genau wie ich diesen Raum sortiere. Anscheinend war mir der Raum auch gar nicht zu eng, sondern einfach nur die Außenverkleidung hat mir nur nicht gefallen. Ja, ich muss mal wieder räuspern ein bisschen. Jo, Entschuldigung. Es ist halt, auch wenn ich jetzt hier so vor euch spreche, ja auch ich bin nicht gesund. So. Gut, jetzt kommt diese Seite der Wand. Naja, auf jeden Fall, Sumania, ein ganz, ganz schöner, toller Film. Kann ich nur jedem empfehlen. Auch den großen Menschen wird der Film gefallen. Schaut ihn euch aber auf jeden Fall in 2D an. Ich habe gehört, der lohnt sich in 3D gar nicht. Also, das ist denn Geldverschwendung. Wir haben auch 9 Euro bezahlt. Naja, das haben wir dann gemacht in Kassel. Und was wir noch gemacht haben, wir haben Charade gespielt den einen Abend, da haben wir dann alle, da haben wir Filmeraten gespielt, sozusagen, dann waren Filme vorgespielt. Und einmal hat Bösi sogar Twilight vorgemacht, da hat er das T-Shirt ausgezogen und sich vom Licht anfunkeln lassen. Aber die anderen haben es nicht ganz gescheckt, aber es war ganz witzig, ja. Nur den Magic Mike wollte er nicht machen, ja. Ich hoffe, ich sehe die bald wieder. Eigentlich sehe ich das nächste Mal erst wieder so geplant zur Gamescom und es ist erst im August. Und ich habe meine Leute auf der TS so lieb. Und ich will eigentlich noch ganz viel mit denen machen. Hier sind irgendwo Zombies in der Nähe. Und, oh, ja, Spinnen auch anscheinend. Aber das ist mir sicher bewusst. Ich nicht, also, mein jetziges Ich weiß das vielleicht nicht, weil sie nicht, mein jetziges Ich nicht so oft Mindfiction geguckt hat. Aber normalerweise ist mir das sicher bekannt. Gut. Ja, was gibt's sonst Neues? Ja, 49. Folge. 50 Folgen wollte ich machen. Dann ist Schluss. Das heißt,
eine Folge noch. Und was ich da mache, das wird sicher ganz, ganz besonders. Oder auch nicht. Ich kann es nicht ganz versprechen, weil ich bin mir mit mir selbst und nicht so im Klaren. Kann man das so sagen? Ich weiß gar nicht. So, die manche Bäume wollen hier irgendwie nicht wachsen und die anderen muss ich hier voll Pfeffer mit und ich habe kein Knochenmehl mehr. Schade. Aber sieht doch ganz schick aus. Ein paar Bäume haben wir. Jetzt muss ich Knochenmehl holen? Ich weiß gar nicht. Ist das jetzt so wichtig, dass sie schnell nachwachsen? Keine Ahnung. Anscheinend nicht. Ich glaube, ich mache wieder was mit meinem Holz. Ja. Diese Folge wird in die Geschichte eingehen, das weiß ich schon, weil die so aufregend ist und so spannend. Aha. Ich ließe mich gerade mein Schokohäschen neben mir essen, aber eigentlich esse ich ja gar keine Häschen gerne, weil Häschen sind so süß. Und ich gebe nichts Süßeres als Häschen. Ja. Also es war irgendwie lustig zu sehen, wie Menschen, also die Menschen aus dem TS so wirklich sind, also sind so außerhalb des TS. Da sind die halt, also die großen Charaktereigenschaften, die man so mitbekommt im TS, sind dieselben. Trotzdem ist das ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich plötzlich sieht und man sieht, wie der andere sich verhält. Und das ist was ganz Tolles gewesen. Und ich freue mich, dass wir uns trotzdem alle so gut verstanden haben und dass wir uns bald wiedersehen werden. Denn das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich verspreche gerade hoch und heilig, dass ich demnächst in den Norden komme. Einfach mal so. Das verspreche ich. Und daran halte ich mich. Damit stehe ich mit meinem Namen Antonia Faith. Ansonsten muss ich leider eine Strafe, wenn ich das nicht mache. Naja. Ansonsten. Ich bin ein bisschen schwierig gerade. Ich habe gelernt, dass ich mittlerweile auch so tief wie Böserich sprechen kann. Ich kann es ja mal zeigen. Hallo? Hallo, ihr Bösewicht. Warte, ich kann noch ein bisschen tiefer. Hallo, ihr Bösewichte. Na? Oh, ist das ganz schön anstrengend, jetzt so wie Bösi zu reden. Aber irgendwie fühlt es sich auch sehr gut an, mal ganz kurz so die Stimme normal reden zu lassen. So, wir sammeln mal ein paar Steine hier ein und gucken mal, was passiert. Ja, das lernt man natürlich, so zu reden, wenn man eine Zeit lang mit ihm verbringt. Das ist auch ansteckend. Genauso wie er mich auch mit dem Husten angesteckt hat, den er nach Leipzig gebracht hat. Von seinem Grundschulpraktikum. Von den Kindern eingesammelt. Und jetzt kann ich gar nicht mehr richtig reden. Ich versuche mal wieder ein bisschen höher zu reden, damit das ein bisschen einfacher wird. So. Also, ja, er kam schon krank nach Leipzig und danach wurde ich krank und Nojiko wird auch langsam krank. Also der hat die Seuche über uns gebracht. Hashtag Björn krank. Das ist nicht so gut. Und ja, das werden wir ihn irgendwann heimzahlen. Auf jeden Fall, ja, wir haben auch angefangen Charade zu spielen an dem Abend, weil ich keine Stimme mehr hatte. Und ich reden konnte überhaupt gar nicht. Ich habe nur vor mir hingequietscht. Und die anderen haben sich schlapp gelacht. Und dann meinte Bösi irgendwann, ja, Charade vielleicht besser angebracht, damit man sie besser verstehen könnte. Und dann ist da ganz, ganz Tolles draus geworden. Und einmal haben wir auch mehrere Male haben wir auch Wer bin ich gespielt. Wer bin ich ist ein tolles Spiel. Kann man auch mal streamen. Nee, kann man, glaube ich, nicht so gut streamen. Aber wow. Da hat etwas Boom gemacht. Und irgendwie bewege ich mich gerade panischer. Ich weiß nicht warum. Aber scheint normal zu sein. Irgendwie ist keiner beunruhigt hier. Das war aber ganz schön lautes Boom. Ich kenne das jetzt nicht so. Naja, wie lange nehmen wir denn schon auf? Oh, 14 Minuten. Ja, mein Gefühl sagt mir, dass ich noch so ungefähr, gut, 4 Minuten aufnehmen werde und dann wird das so vorbei sein. Ist so ein Gefühl von mir. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. So, ein bisschen Kisten sortieren. Oder Kisten angucken. Genau. Das Holz brauche ich. Kisten sind ja schon sortiert. Ich Dümmerlchen. Ja. Bösi hat auch keine Stimme. Also hatte keine Stimme. In Leipzig. Und ist nur am Husten gewesen. Das ist nicht so Geilomatico gewesen. Also die wahre Stimmvielfalt von Bösi haben wir noch nicht so richtig erlebt.
kommt aber noch. Spätestens zur Gamescom wohnen wir ja alle wieder in einer WG. Und das wird schön, glaube ich. Gut. Ja, jetzt ziehen wir hier nochmal die schönen Säulen hoch. Und hat schon wieder Boom gemacht. Das ist ein echt anstrengendes Geräusch im Ohr. Aber... Au, au, au. Okay, der scheint heiß zu sein, der Kessel. Aber schnell setze ich meine... Ich vergesse immer, dass ich eigentlich höher reden muss. Denn ich bin ja eigentlich eine Lady. Und irgendwie kommt das nicht ganz so rüber. Aber manchmal vergesse ich das und komme völlig in alte Gewohnheiten, Bösi nachzumachen und rede wieder ganz tief. Naja. Ich hoffe allgemein, dass die Aufnahme gelungen ist und dass ich auch irgendwie zu hören bin. Denn ich fühle mich nicht ganz daheim irgendwie. Daheim und doch nicht daheim. Ach, das ist ein Problem. Naja. Ich danke euch jetzt schon mal fürs Zuhören. Und dass ihr euch jetzt diese besondere Folge hoffentlich bis zum Ende angeguckt habt. Das ist, wird nicht nochmal vorkommen. Es tut mir leid. Ich bin halt krank und kann nicht reden. Aber ich will ja auch irgendwie Content bringen. Und die letzten paar Folgen meines Let's Play-Daseins sollten ja nochmal besonders werden. Und wie geht es besonderer als mit einer schizophrenen Art und Weise? Und dieses Zeichen da oben, das taucht immer auf, wenn man in bestimmten Entfernungen steht dazu. Ich denke mal, das habe ich gerade bemerkt. Oder vielleicht auch nicht. Ah. Gut. So schnell ist eine Folge schon wieder vorbei. Wir haben viel geredet, viel erfahren. Und irgendwie... Ja, möchte ich doch wieder zu meinem alten Ich zurückkehren. Boah, störe mich nicht von der Seite so dämlich an. Das nervt ja. So, jetzt packen wir alles raus. Warum auch immer? Will ich mich umbringen? Ah, nee. Okay, das ist der Mülleimer. Aber warum packe ich denn alles raus? Also, okay. Hat sicher einen Sinn und Zweck. Und ich danke euch noch nicht. Doch. Ich danke euch fürs Zusehen. Und jetzt kann ich mal wieder mit meiner normalen Stimme reden. Ja, Toni, wie gesagt, hat keine Stimme mehr. Und da ich angeboten, irgendwas hier zu machen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Jetzt, ja, ich mache auch halt recht spontan alles, was ich hier sehe. Bin auch nicht so sehr darauf eingegangen. Das tut mir vielleicht leid, aber wenn man hier rumbaut, kann man auch nicht so viel kommentieren, also zum Nachkommentieren. Wenn sie jetzt irgendwelche Abenteuer erlebt hätte, wäre es vielleicht besser möglich gewesen. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal. Und Toni schaut sich jetzt nochmal um, ist recht zufrieden wahrscheinlich. Und ihr hört sie dann in ihrer nächsten Folge wieder. Und vielleicht gibt sie nur noch einen Kommentar am Ende ab zu dem Ganzen hier und hängt schneidet irgendwas hinten ran. Mich kennt ihr wahrscheinlich. Bösi, Böserich. Auf meinem Kanal gibt es gerade nichts zu sehen, von daher mache ich auch keine Querwerbung. Und bis zum nächsten Mal. Bei Toni. Tschüss.